Hallo Leute und willkommen zurück zu War Thunder Dings. Ja, ich habe mir gedacht, da wir den ja jetzt in die Garage gestellt gekriegt haben, den Typ 59 Legion, ne? Können wir den doch gleich mal ausprobieren. Was ist denn das? Ich glaube, ein mittlerer Panzer. Da wäre das Offroad auf jeden Fall nicht schlecht. Schützengeschwindigkeit. Minimale Präzision bei großem Zielkreis. Nehmen wir das doch mal. Und als letztes den Modulschaden. Jo. Ja, gehen wir doch gleich mal die Daten von den Teil durch. Ich denke mal, das wird halt noch die Variante vom normalen Typ 59 sein, bloß halt getarnt. Ne. Macht einen Alpha-Schaden von 233, eine Durchschlagskraft von 195, Schaden pro Minute 1760, Trefferpunkte 1140, Wanne 135, 160. Stahl, die Turmpanzerung 240, oh, das ist natürlich nicht schlecht. 240, 180, 60, Höchstgeschwindigkeit 50,40 km/h. Von 0 auf 32, 9 Sekunden. Die Tarnung. Okay, da haben sie ein bisschen was verändert. 01, 01, 01, keine Ahnung. Die Sichtweite 400 Meter. Die Zielzeit 3,9 und die Nachladezeit bei 7,6. Ja, ist ja klar, gibt es natürlich noch nicht zu kaufen. Müsste ich mal gucken, wo ist denn der normale T54? T59. Leo, Leo, Leo. Müsste ja theoretisch dann auch ein Tier 3 sein, ne? Oder den gibt es noch gar nicht. Oder nicht mehr. Ich habe hier nur den T62. Naja. Jo. Ja, jedenfalls dann fahren wir gleich mal mit der Kiste in so ein paar Runden. Gucken vielleicht, wie viele Runden ich heute zusammenkriege. Naja, so. Munition. Besatzung, Ersatzteile. Nachrüstung, da wollte ich gucken. Ach, kann ich mir gar nicht leisten. Schade. Den kann ich mir leisten. Okay, muss man einen Haken reinmachen. Naja, ja. Nein. Nee. Ah, jedenfalls wollen wir mal sehen, wie es überhaupt die restlichen paar Folgen jetzt noch läuft. Ich habe es ja schon des Öfteren erwähnt, ich nehme ja immer in einer Aufnahmeseason auf. Sprich, ich nehme immer für 2 Wochen auf. Ja. Joa. Nee. Der Nikolaus-Strumpf. Ja, haben sie schon nicht schlecht gemacht hier, mit dieser Eventgarage hier. Finde ich schon nicht schlecht. Ja, jedenfalls kann ich ja mal so ein bisschen jetzt erzählen über meine Grafikkarte. Ich habe halt vorher eine GTX 650 drin gehabt und jetzt habe ich halt eine GTX 650 Ti Boost,
drinne. Na. Die ist wirklich merklich schon sehr viel besser. Gut, ich habe jetzt die letzte Aufnahme nicht überprüft. Ich hoffe jedenfalls, dass es halt nicht mehr so ruckelt. Na, teilweise. Ja, aber da kann ich teilweise auch nichts dafür. Also die CPU-Auslastung und alles, ne, liegt bei so wenig, also so wenig Prozent eigentlich nur. Ne, aber trotzdem stottert das Spiel ab und zu mal. Hm. Fahrer, gib Gas. Ja, ja, ja. Könnt ihr ja jetzt hören, ne? Das sind, ja, ist gut. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich. Also, ne? Das sind halt die deutschen die deutschen Synchron. Ja, die sollten deutschen Synchron Stimmen von der Besatzung. Ja, mal gucken. Ja, also mit den Panzern bin ich ja. Kenne ich gar nicht, aber. Bin ich ja auch noch nie großartig unterwegs gewesen. Vor allem hier auf dieser Seite mag ich das eigentlich nicht so. Unterwegs zu sein. Vor allem mittlere Panzer, naja. Ist nicht so in meinem Fall. Jo. Ja, schon klar. Das sind natürlich welche in der Mitte. Wieso sollte es denn anders sein? Ja. Muss nicht zu weit ins Wasser. Nee, ich dachte, von hier unten kann ich mich vielleicht doch ein bisschen mehr erwischen. Leider doch nicht. Habe ich natürlich gesehen, was denn sonst. Ich hoffe, dass mein Team sich wenigstens mal so ein bisschen drum kümmert. Hm. Ladeschütze, HE! Lade, HE! Naja. Schaden ist Schaden, egal. Alter. Ja, die Gun Depression merke ich gerade, ist mal wieder so unter alle Sau, ja, von dem Panzer hier. Ladeschütze! Laden, AP! Ja, und mein Team tut mal wieder so ziemlich überhaupt nichts gegen die Feinde. Das ist auch schon wieder so ziemlich traurig, ja. Wir sind unter Wasser! Ich muss auf den einen aufpassen, der ziemlich weit links ist. Richtig rein, na. Ist da hinterm Felsen? Ist da auch hinterm Felsen? Ja, das habe ich jetzt halt mit den Auto-Aim gemacht. Teilweise funktioniert es leider nicht. Naja. Ladeschütze, AP. Ist das noch irgendwo einer?
identifizieren. Arschloch. Laden. Da hinten sind jedenfalls die Panzer, ja. Nur die Ketten. Schweinart. Mal versuchen, mal durchzufahren. Gucken, ob ich das vielleicht aufkriege. Da nicht richtig rein. Ziel identifizieren. Ladeschütze, AP. Laden, AP. Ja, da hinten steht ein Panzerjäger. Halt, wie ich da vernünftig rankomme. Identifizieren. Ach ja. Ja, ich muss halt die Stärke meines Turms ausspielen. Ich komme da nicht richtig ran, ja, das ist zum Kotzen, ist das. Diesen blöden Panzerjäger muss ich irgendwie aufkriegen. Ja gut, aber unser Team dürfte eigentlich schon fast gewonnen haben. Drei Leute. Zwei Panzerjäger und ein mittlerer Panzer. Ziel identifizieren. Hab da meine Ketten abgekriegt, der Sack. Hab was abgekriegt! Laden, AP! Ziel identifizieren! Ladeschütze! Naja, egal, das ist nicht ab den Anfänger da mitgenommen. Aber das war ein Sieg für uns. Na, und so kann es halt auch mal laufen, ne? Naja, ist besser gelaufen mit den vier, als ich gedacht habe, ey. Ist schon heftig. Naja. Ist wirklich besser gelaufen, als ich eigentlich gedacht habe. Nee. Nun gucken wir uns kurz noch die Auswertungen an. Ja, die Runde, die hat auch schon wieder länger gedauert. Diesmal.
Nee. 3 Kills, 1258 Schaden. 3326 Erfahrung. Hui. Nicht schlecht. Ja, ihr könnt es ja auch sehen, ich bin halt immer noch wieder mal ohne Premium unterwegs. Nee. Das nervt jetzt so ein bisschen, also das finde ich keine schöne Neuerung. Dass das da oben andauernd angezeigt wird und nicht weggeht. Ja, könnte ich sogar gleich schon die nächste Fertigkeit geben. Ja, Leute. Achso, ne, ich wollte euch ja die Auswertung trotzdem mal zeigen. Da. So, meine Performance. Das habe ich natürlich alles gemacht. Naja, nicht zu den schlechtesten diesmal. Und ein bisschen besser als das Mittelfeld. 8 Leute gesichtet, 1258 Schaden gemacht, 3 Abschüsse, 1 Assist. Das ist doch gut. Ja, Leute. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein für heute. Ich bedanke mich wieder vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen, Kommentare würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.